Thomas, 100 Pfund jetzt bei mir. Ein hart erkämpftes Spiel, würde ich jetzt einmal sagen, in Overtime dann das Game-Winning-Goal. Gott sei Dank. Was sagst du, wie war die Partie aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, die ersten 40 Minuten haben wir gut gespielt. Dann drittes Drittel sind wir nach dem 2-1. Könnte man vorher ein bisschen nervös geworden, aber Gott sei Dank haben wir noch den Sieger gekämpft. Jeder hat so seine eigene Aufgabe im Team. Welche ist denn deine? Ja, bei mir ist es ein bisschen schwer zu sagen. Es ist teilweise von Drittel zu Drittel eine andere Aufgabe, aber egal wo ich eingesetzt werde, ich probiere das so gut wie möglich zu lösen. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal weniger gut, aber ich probiere mein Bestes. Wer war für dich heute der beste Spieler am Eis? Ja, ich muss sagen, der Berndler Brückler hat heute eine gute Leistung gebracht, hat super gehalten, hat uns lang vor dem Gegner bewahrt, aber es hat, glaube ich, die ganze Mannschaft gut gekämpft. Und alle sind, glaube ich, an die Leistungsgrenze gegangen heute, deswegen haben wir die Partie gewonnen. Jetzt ist ja, ein paar Spiele sind noch in der Qualifikation. Welche Chancen errechnest du dir für die Playoff? Ja, zuerst müssen wir mal die Playoff schaffen. Wir schauen jetzt zuerst einmal aufs Spiel am Sonntag auf Laibach. Und wenn wir uns für die Playoff qualifiziert haben, nachher können wir uns auf die Playoffs konzentrieren. Wunderbar, dann sage ich Dankeschön und alles Gute weiterhin. Jetzt habe ich Martin Schumnick bei dir. Martin, super gespielt jetzt, durchgekämpft noch im dritten Drittel, also im dritten Drittel dann ein bisschen nachgelassen, aber Overtime dann Gott sei Dank wichtige drei Punkte geholt. Was sagst du aus deiner Sicht zu der heutigen Partie? Ja, erstens einmal zwei Punkte, die wir geholt haben. Ganz wichtig, würde ich mal sagen, ich meine, die haben im dritten Drittel das Momentum übernommen, da sind sie stark geworden, haben sie uns eingekesselt. Waren wir einfach wieder ein bisschen zu passiv und einen Schritt weg von Mann. Und ja, das darf eigentlich nicht passieren, ist aber passiert, aber zum Glück haben wir es dann zurückgekämpft und haben den Extrapunkt in der Overtime noch geholt, das war ganz wichtig. Jeder hat so eine gewisse Aufgabe in der Mannschaft am Eis. Welche ist denn deine? Ja, also ich glaube, ich bin ein Teamspieler. Ich schaue, dass ich Schüsse blocke, ich schaue, dass ich einen soliden Job hinten mache, keine Fehlpässe mache, einen guten ersten Pass spiele und gut Eislaufen tue. Wer war deiner Meinung nach heute der beste Spieler am Eis? Ich glaube, heute haben wir das Kollektiv sehr gut gespielt. Wir haben alle einmal zusammengehalten, wir haben echt alle zusammen gekämpft, jeder für jeden gekämpft. Aber der Berndl hat heute echt herausragend gespielt, hat uns lange im Spiel gehalten, auch im dritten Drittel noch. Derby ist ja immer Stimmung pur, egal ob jetzt daheim oder auswärts, aber wie beeinflusst die Stimmung generell in der Halle? Ja, natürlich ist ein großer Punkt die Stimmung in der Halle, das merkst du schon. Wenn leise ist oder laut ist, es kommt dann nicht zu, aber andererseits sind wir Profi genug, dass wir es ausschalten müssen und bei jeder Situation spielen müssen. Wie man sieht, du hast ja schon einen sehr wuschigen Port, sage ich jetzt einmal. Vorbereitung für die Playoffs, welche Chancen errechnest du dir? Ja, also dass wir in die Playoffs kommen auf jeden Fall. Und dann sehen wir, wenn wir treffen und dann ist glaube ich alles möglich, wenn wir mal da drinnen sein. Weil wie wir letztes Jahr gesehen haben, kann es unberechenbar werden mit uns. Wunderbar, dann sage ich danke dir und alles Gute weiterhin. Dankeschön.